Sie sind hier, 27. Juni 2018, 18.31 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten. Deutschland scheidet erstmals bei einer Weltmeisterschaft in der Gruppenphase aus. Damit schlägt der Weltmeisterfluch auch beim DFB-Team in Russland zu. Die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals in der Geschichte in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor sein letztes Gruppenspiel gegen Südkorea 0:2, während Schweden Mexiko im Parallelspiel 3:0 schlug und sich den Sieg in der Gruppe F sicherte. Ergebnisse und Spielplan der WM 2018. Deutschland rutschte durch die Niederlage sogar hinter Südkorea auf den letzten Tabellenplatz ab. Die Tabelle der Gruppe F. Bereits zum Auftakt hatte das DFB-Team überraschend 0:1 gegen Mexiko verloren, sich mit einem dramatischen 2:1 gegen Schweden aber die Chance auf die K.O.-Runde bewahrt. Es ist wahnsinnig schwer, so einen großen Erfolg gleich zu wiederholen, meinte Löw nach dem Spiel im ZDF. Vielleicht war es eine gewisse Selbstherrlichkeit vor dem Mexiko-Spiel. So als ob wir auf Knopfdruck reagieren können, wenn es losgeht, Weltmeisterfluch ereilt Deutschland. Diese findet nun abermals ohne den aktuellen Weltmeister statt. Denn 4 der letzten 5 Titelverteidiger schieden bereits in der Gruppenphase aus. 2002 ereilte Frankreich dieses Schicksal, 2010 Italien, 2014 Spanien und bei der WM 2018 in Russland nun Deutschland. twitter.com/Optafran/Status/101-2001-522320842685 Für das deutsche Team war es das schlechteste Ergebnis seit der WM 1938, als die Mannschaft bereits in der ersten Runde ausschied. Damals gab es jedoch noch keine Gruppenphase.